dann wird er zerfleischt. So. Den wollte ich spielen. Hat nicht gereicht. Ich bin auch zu depressiv. Ich würde mal sagen, keine Ahnung, ich freue mich drauf. So. Diesen Satz, ich weiß nicht, was es ist, aber es kommt direkt auf und zu, habe ich zum Beispiel auch gesagt, als ich das erste Mal meine Schwiegermutter gesehen habe. Jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf, ziehe mir die Klamotten an und auch die Schuhe, mache Doppelschleif, weil die sind sehr, sehr lang, die Schnürsenkel, und dann lege ich mich hin. Und dann denke ich mir, dass ich um die Alster laufe. Ne? Das ist mein Sport morgens. Ne? Und ich, also mittlerweile ist es oft so, dass meine Kondition hat sich erheblich verbessert. Ne? Ich kann jetzt viel länger denken, dass ich laufe. Ne? Und oft kriege ich noch eine Runde dran. Ne? Also jetzt habe ich neulich, ein bisschen anstrengend, da bin ich vier Runden gelaufen, hintereinander, die letzte rückwärts. Ne? Weil ich einfach dachte so, mach mal was anderes. Ne? Und locker rückwärts und hab den anderen immer so zugewogen, also ich in Gedanken, ne? So einfach nur so zugewogen. Ne? Oh Mensch, wo kommt ihr denn jetzt her? Sport. Sport. Ein depressives Navigationssystem. Ne? So. Wenn man den Wagen startet, dann gleich so ganz so freundlich begrüßt und sagt, ach, ich weiß nicht, ob wir heute überhaupt losfahren sollten. So richtig Lust habe ich nicht. Wenn du dann langsam nach links driftest, da wartet der Gegenverkehr. Das ist doch geil! Ein Mittel für meine Depression, um so ein bisschen klarzukommen, ist Gesang. Oder nee, Gesang eigentlich nicht, weil eigentlich singe ich gar nicht so richtig. Ich lasse immer singen. Also ich habe ja auch noch so eine multiple Persönlichkeitsstörung. Ne? Und dann ist es immer so. Oft sage ich auch, wir sind ein Duo. Früher war das ja schon so, wenn ich morgens mit meinem Sohn irgendwo hingehe, weiter Gesundheit. Kann kein Depressiver sein, das hätte sich jeder Depressiver, das ist ja der Spaß, hätte gesagt, die Energie bringe ich nicht auf. Ich habe immer noch den Brief bei mir zu Hause liegen vom Finanzamt. Also, den das Finanzamt kriegen muss. Vor 6 Wochen. So, habe ich schon angerufen, habe gesagt, der Brief ist da. Ich habe den noch nicht abgeschickt, aber er ist da. Ich bringe den noch zur Post. Ich kriege das nicht hin. Ne? Also es gibt so Sachen, wo man sagt, geh doch. Ne? Ich gehe eben nicht. Ich kriege es nicht hin. Ich kriege es nicht hin. Es ist ja auch nicht so, dass sie zu jemandem im Rollstuhl sagen, steh auf. Ach komm, das geht. Weißt du, ich hatte das auch mal. Waren nur die Füße eingeschlafen. Geht es mal zu Rollstuhlfahrern. Sind bestimmt nur die Füße eingeschlafen. Steh mal wieder auf. Ne? Machst du auch nicht. Macht kein Mensch. Wäre auch Respekt. Aber zum Depressiven sagst du, komm, reiß dich mal zusammen. Ist nicht so schlimm. Ja, da auch mal schlechte Tage. Und das ist plötzlich okay. Also immer in der Pause kommt jemand zu mir und sagt, aber ganz ehrlich, du bist gar nicht depressiv. Ne? Du siehst nicht so aus wie depressiv. Und mittlerweile habe ich mir so meine Standardantwort zurückgesehen und gesagt, ja, und du siehst auch nicht aus wie ein dummer Mensch. Weil du siehst es den Leuten ja nicht an. Es gibt ja nicht diesen Prototypen, wo man sagt, ja, das ist der Depressive. Genau, also jetzt, ja, war mir ja doch klar, du hast ja auch Haare, ne?